Dressur, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. 34:18, 17:8, nur bis zum 12:8 war es so ein richtig spannendes Spiel, oder? Ja, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten ins Spiel zu finden, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten unsere Nervosität in den Griff zu bekommen. Am Anfang lief es nicht ganz rund, aber wir wussten auch, dass Badenstedt eine Mannschaft hat, die fightet, die kämpft, die über mannschaftliche Geschlossenheit kommt und die bissig ist. Das haben sie am Anfang gezeigt und haben uns das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Nun, morgen Abend oder morgen Nachmittag das NRW-Duell gegen Leverkusen. Beide Mannschaften kennen sich aus der Saison relativ gut. Worauf jetzt morgen ankommen? Ich glaube, dass die Mannschaft gewinnt, die als erstes ihre Nerven in den Griff bekommt. Leverkusen kann viel, viel besser spielen, als sie heute gezeigt haben. Das wissen wir aus der Saison. Ist ja ein ewig junges Duell. Wir sind 2008 deutscher Meister geworden im Finale gegen Leverkusen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass sich die Geschichte wiederholt. Vielen Dank. Ja, Frau Krüger, 18:34, letztendlich eine deutliche Niederlage. Wie haben Sie das Spiel aus Ihrer Sicht gesehen? Also bis zum 12:8 war Badenstedt ja noch gut im Rennen eigentlich. Das ist richtig, genau. Also wir haben sicherlich ganz gut angefangen. Wir hatten uns eine Menge vorgenommen. Wir wussten, dass wir sicherlich auch Probleme damit haben werden, dass unser Gegner komplett in der ersten 7 ein Jahr älter ist. Aber trotzdem haben wir uns viel vorgenommen. Wir haben es auch am Anfang gut hingekriegt. Unser allergrößtes Problem war, dass wir so wenig Durchlasskraft im Angriff hatten. Wir haben hinten super gekämpft, gut gestanden, guten Torwart gehabt. Aber wir haben vorne unterirdisch aufs Tor geworfen. Also wir haben ja eigentlich gefällig gespielt. Ich habe in der Halbzeit gesagt, wir sind auf einem Niveau spielerisch. Aber wir machen die Tore nicht. Und das war unser Problem, das ganze Spiel eigentlich. Gegen Oldenburg ist Badenstedt nochmal bei -8 zurückgekommen. Woran hat es denn heute insgesamt gelegen, dass es nicht hingehauen hat? Also ich denke schon, dass Blomberg eine andere Qualität hat als Oldenburg, ohne Oldenburg zu nahe treten zu wollen. Erstmal haben wir bei uns in der Halle gespielt, das war auch eine ganz wichtige Sache für die Mädels in dem Alter. Dann haben wir da in der ersten Halbzeit auch sehr schlecht gespielt. Wir haben ja heute eigentlich in der ersten Halbzeit gar nicht schlecht gespielt. Also es war schon schwierig, was draufzusetzen. Und ich glaube schon, dass da einfach der Gegner heute auch zu viel gegen hatte. Also die Mädels haben sich vorgenommen in der Halbzeit. Ich war schon leider ein bisschen zurückhaltender, weil ich mir denken konnte, dass Blomberg das dieses Jahr auf jeden Fall will. Die sind letztes Jahr so knapp gescheitert. Das ist für viele Spielerinnen das letzte A-Jugendjahr in Blomberg. Und so ist es, glaube ich, letztendlich auch dann gewesen, ne? Dass die einfach nochmal eine Schippe draufgelegt haben. Und wenn wir dann nicht gleich kommen nach der Halbzeit, und das war ja so, dass wir nicht gleich erfolgreich abgeschlossen haben, dann kommen wir nicht mehr rein. Dann haben wir natürlich dann nach 15 Minuten auch angefangen, Kräfte zu schonen für morgen. Hat der Gegner ja auch gemacht, was man gesehen hat. Also ich denke, das ist jetzt ein bisschen bitter in der Höhe, aber wir kriegen das hin. Wir verarbeiten das, wir müssen auch solche Spiele spielen, ganz klar. Morgen geht's gegen Buxtehude, praktisch nochmal ganz internes Duell um die Niedersachsen-Meisterschaft. Wie wird jetzt aussehen morgen? Ja, ich habe eben schon gesagt, das wird jetzt die Mannschaft morgen machen, die sich am besten aufraffen kann. Ne? Also Buxtehude hat ja nun nicht so deutlich verloren, zwar auch deutlich, aber nicht so krass. Ich denke, da muss man gucken, wer das am besten verarbeitet von heute, wer die Kräfte nochmal mobilisieren kann und wer den Willen hat zu gewinnen. Das alleine wird morgen entscheiden. Vielen Dank. Bitteschön.